Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder unseren Survival-Spezialisten hier, unser Nikolaus Hippe, und wir sprechen heute über die Vorteile in der Zeit des In-sich-Gehens und zu sich finden, vielleicht auch in die Selbstermächtigung und wie wir es schaffen, in der Natur ohne Hilfsmittel auch mal autark überleben zu können oder eben auch zu Hause. Und diese vielen spannenden Themen sprechen wir heute an in unserem Interview und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Nico. Hi. Danke für die Einladung. Hallo. Ja, schön. Gerade bei dem Thema, das uns jetzt gerade alle so ein Stück weit beschäftigt, kommen wir in so eine, der ein oder andere in so eine Rückschau in sich schauen. Man hat sehr viel Zeit, vielleicht auch mit sich selber oder mit der Familie. Vielleicht auch zu viel Zeit. Kann passieren. aber wie hast du das so aus deiner Sicht jetzt beobachtet, gerade auch in Verbindung mit der Natur und mit den Menschen? Für mich ist es sehr spannend, was gerade passiert, weil eigentlich, man kann natürlich alle schlechten Seiten sehen und alles, was falsch läuft und so weiter und so fort. Aber man kann auch mal versuchen, alles von der anderen Seite zu beleuchten. Und das ist ja das Geniale an uns Menschen. Wir haben ja die Freiheit bekommen und die Freiheit, selber entscheiden zu können über unser ganzes Leben. Und wir sind auch jetzt nicht Sklaven von einem System, sondern wir sind immer noch selbstständige, eigenständige Menschen. Und wenn wir uns anschauen, wenn wir ein paar Monate lang nicht nach draußen dürfen, die Geschäfte alle zu haben, der Kino hat zu, Funpark hat zu, alles hat zu, die Kinder sind zu Hause, weil sie nicht in die Schule dürfen, dann wird es sehr spannend, weil eigentlich ist es ein sehr gesunder Prozess, mal aus dem stressigen Alltag, aus dem normalen, gewohnten Lebensalltag rauszukommen, weil in diesem Alltag hört man oft auch Dinge zu hinterfragen oder auch mal sich über sein Leben Gedanken zu machen. Und wenn man plötzlich von außen so einen Cut bekommt und dann heißt es plötzlich, jetzt hast du mal Zeit für dich und für deine Familie, plötzlich musst oder darfst du den ganzen Tag mit deinen Kindern verbringen. Und das ist eigentlich ein sehr gesunder Prozess. Und die Frage ist immer, was macht unser Gehirn daraus? Schieben wir die Schuld auf die Politiker, auf den Virus, auf was weiß ich was? Oder sagen wir einfach, wir sind immer noch freie Menschen, die selber entscheiden können. Und ich entscheide mit jedem Gedanken, wem ich immer Energie gebe, dem Negativen oder dem Positiven. Und deswegen, ich habe natürlich Glück, weil mein Lieblingshobby ist einfach Survival. Und Survival wird oft falsch verstanden, dass man in der Wildnis ist und Würmer frisst. Das ist nicht mein Survival, sondern mein Survival ist wieder zurück in die Natur gehen. Und das muss ich dir nicht erzählen, weil du warst mit auf einem meiner Kurse. Das heißt, mein Ziel ist es, den Menschen zu zeigen, dass die Natur für uns sorgt. Die Natur hat ein Garten Eden für uns vorbereitet, wo es alles in Fülle gibt, was wir brauchen, um ein glückliches Leben führen zu können. Und das Schöne ist, wenn man dort rausgeht in die Natur, und das kann man auch, das kann man immer, das wird auch noch nie verboten, dass man gar nicht rausgehen darf in die Natur. Und wenn man jetzt einfach mal alleine oder mit seinen Kindern rausgeht und sagt, ich genieße einfach mal den Tag draußen in der Natur. Nicht nur bei Sonne, auch mal bei Regen. Wir haben uns so entfernt davon, dass man bei Regen auch raus darf. Also man darf ja nicht mehr nass werden. Ich glaube, wir sind nicht aus Zucker, gell? Wir dürfen auch nass werden. Ja, ich durfte auch in den Genuss kommen, bei 3 Grad nachts zu schlafen, versuchen zu schlafen. Ja. Das wird es wohl eher treffen. Ja. Aber es ist auch eine schöne Erkenntnis. Erstens mal, man schafft es auch. Also man ist trotzdem am nächsten Tag fit, weil man eben so verbunden war. Ich weiß nicht, ob mit eben dieser Kombination Mutter Erde, frische Luft und eben, wie wir auch schon gesagt haben, diese ganzen Prozesse, die da angeht. Du bist ja eben hier und jetzt. Das war schon echt was Besonderes, muss ich schon sagen. Und auch dieses, man schafft alles. Mhm. Das war ja in unserer Abschlussrunde. Ja, ich hatte ja meine Tochter und ihren Freund dabei und das war ja so sein Highlight. Es gibt keine Ausreden mehr, was nicht zu schaffen. Richtig, richtig. Und da sind wir wieder beim Denken, gell? Mhm. Also wie oft wir uns selber einschränken. Und der Survival-Kurs ist jetzt, du hast jetzt gefroren in der Nacht, ich zum Beispiel nicht. Ich habe in der nächsten Nacht auch nicht mehr gefroren. Richtig. Aber nur, weil du mir nochmal einen Schlafsack gefroren hast. Und das ist das Spannende, gell? Ja. In unserer Gesellschaft ist es so üblich, dass alles, was unangenehm ist, versuchen wir zu beseitigen, zu eliminieren aus unserem Leben. Wo findet denn Wachstum und Entwicklung statt, dann, wenn es unangenehm wird, wenn wir nicht in der Komfortzone sind? Und das heißt nicht, dass meine Kurse so aufgebaut sind, wir quälen uns alle und freuen uns auch dann wieder auf zu Hause, sondern das Ziel ist es, dass wir in der Situation glücklich und erfüllt sind und alles haben, was wir brauchen. Und da merke ich einfach, dass in dieser Zeit, die gerade ist,
darf man das. Man braucht keinen Funpark, man braucht kein Kino, man braucht nichts konsumieren. Im Wald muss man nicht einmal eine Maske tragen. Und du darfst einfach glücklich sein. Und das Schöne ist, es bringt dich in so eine Selbstständigkeit. Und du, wenn ich aus dem Wald zurückkomme nach so einem Nachmittag, wo ich einfach draußen spazieren gegangen bin, ich bin so erfüllt und glücklich und mir geht's so gut. Und ja, die ganze Last ist abgefallen, was mich vielleicht sonst beschäftigt hat, gell? Und die Natur kann auch ein Arzt sein oder eine heilende Fähigkeit haben, gell? Also nicht umsonst gibt's in Japan inzwischen Waldbaden, ja, wo die Menschen wirklich in den Wald gehen, um gesund zu werden oder um sich's gut gehen zu lassen, ja. Ja, was auf jeden Fall aufgefallen ist, dass man in dem Moment wirklich im Hier und Jetzt ist. Also wenn ich dann eben mein Material suche, um Feuer zu machen, dann muss ich fühlen, ist der Zunder trocken, und den Baum anfassen und gucken, wo ist was. Also du bist wirklich in dem Moment nur damit mit dir und mit deiner Natur, mit deinem Umfeld beschäftigt. Also das war schon echt ein tolles Erlebnis, weil es gibt ja nichts anderes außer das jetzt im Hier und Jetzt, wo man ja auch sagt, da kommt man ja auch dann zu sich. Oder dieses Morgens wirklich mit sich dann in Verbindung zu gehen. Ja, und da das Spannende ist, oft merke ich, wenn ich mit Menschen in die Natur gehe, dann ist das Einzige, was man mit der Natur noch anfangen kann, bei vielen, nicht bei allen, gell? Also ich will ja auch niemanden irgendwie gerade falsch beschuldigen, aber viele Menschen sehen irgendwas Schönes und es geht nur darum, Fotos zu machen, ja, um sich zu präsentieren, um anderen zeigen zu können, was man selber erlebt hat, gell? Aber eigentlich, wenn man in die Natur rausgeht und ein bisschen wieder da angefangen hat, Blut zu lecken, dann wird man so begeistert davon. Dann sieht man zum Beispiel, boah, da ist eine Pflanze. Ich war zum Beispiel jetzt an Weihnachten, habe ich bei den Eltern von meiner Freundin plötzlich eine Pflanze im Garten gesehen, habe mir gedacht, boah, was ist denn das? Boah, das ist Yucca! Und dann habe ich mir schnell ein Blatt geklaut und habe hier diese Schnur, habe ich dann hergestellt. Und wenn du durch den Wald läufst und weißt, was alles Schnurmaterialien sind, dir wird nie mehr langweilig. Du kannst allein Brennnessel nehmen, Rinde nehmen, Bast nehmen, alles mögliche Blätter nehmen und kannst zum Beispiel Schnüre herstellen. Das ist eine super schöne Beschäftigung und es macht Riesenfreude, weil plötzlich die Natur so spannend wird. Dann findet man plötzlich essbare Pflanzen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Dann nimmt man plötzlich einfach eine Tasche voll Wildkräutern mit nach Hause und macht sich einen Wildkräutersalat. Oder man findet plötzlich diese Pflanze hier. Ich verrate nicht, was es ist, aber findet man diese Pflanze, dann sagt man sich, hey, dann nehme ich doch ein Holz. Dann nehme ich doch ein Holz und mache einfach mir mal schnell ein Feuer ohne Hilfsmittel. Ja? Und ich könnte unendlich weitermachen. Man kann solche Taschen herstellen, nur aus Naturmaterialien. Es gibt so viele spannende Sachen, was man tun kann draußen in der Natur, einfach nur beim Spaziergang. Und ich kann nicht mehr spazieren gehen, ohne dass es unglaublich aufregend ist, weil ich da wieder Vogelstimmen höre und dann weiß ich wieder, da hat wieder der und der Vogel Alarm geschlagen, weil ich in den Wald kam. Da hinten, ich sitze manchmal draußen und dann höre ich zum Beispiel zwei Amseln auffliegen, die Alarm geben. Dann weiß ich, jetzt kommt der Fuchs und wirklich zwei Sekunden später geht ein junger Fuchs vorbei. Und plötzlich ist die ganze Welt so spannend und ich brauche keine Achterbahn und ich brauche kein Kino, was mir irgendwas vorgaukelt, sondern nur rausgehen, nur so wie ich bin, eine Jacke über und raus. Kann schon so schön sein und so ausgleichend und gesundend. Wenn man jetzt sagt, man kommt jetzt wirklich aus der Stadt und hat jetzt gar nicht so den Bezug zur Natur so direkt, dass man sagt, okay, ich kenne mich auch gar nicht aus mit den Kräutern. Was wäre so aus deiner Sicht gerade in der heutigen Zeit so der erste einfache Step auch, um sich nochmal bewusster zu werden oder so mal den Anfang zu starten? Ja, als erstes muss man, glaube ich, die Angst überwinden. Weil oft, wenn man dann sagt, oder auch, ja, auch seinen inneren Schweinehund überwinden, wir nennen ihn Dieter bei uns in der Ausbildung. weil oft sagt man dann, ja, vielleicht gehe ich ja mal auf einen Kurs. Also ich finde immer, von außen Hilfe holen ist gut. Man kann sich Motivation holen über Videos, man kann sich über Bücher Motivation holen. Aber oft ist es vielleicht gut, den Start zu machen mit jemand anders, der einen an der Hand nimmt. Ja. Und dafür muss man erstmal so weit gehen. Oft treffe ich dann Leute, die sagen, ja, also für mich ist das nichts, weil im Laub schlafen ist nicht so meins. Ja, ist doch wurscht, dann nimm halt einen Schlafsack mit. Also ich zwinge ja niemanden, dass er sich ins Laub legt und da schläft, gell? Sondern jeder soll das mitbringen, was er braucht, damit er sich wohlfühlt. Wir bauen eine große Jurte auf so ein Riesenzelt, das muss ich dir nicht erzählen, mit Teppichen drin, Feuer brennt drin. Es ist unglaublich gemütlich, man sitzt am Abend zusammen, es wird eine Geschichte erzählt, es wird irgendwas beigebracht. Und
Ja, dann wird man einfach an der Hand genommen und kann einfach mal losziehen. Und zwar darf man wirklich alles verwenden, was man braucht, damit es einem gut geht. Und dann wird man vielleicht irgendwann angetriggert, dass es einen interessiert, wie funktioniert denn das ohne Schlafsack? Das will ich mal probieren. Mhm. Oder wie funktioniert das ohne mitgebrachten Essen? Ja. Oder wie funktioniert es ohne Messer draußen zu sein und so weiter, gell? Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, wo man dann sagt, hey, würde das auch gehen, wenn ich das nicht habe? Und wenn man so einen Anfangskurs vielleicht mal besucht hat, dann ist danach eh schon meistens die Begeisterung geweckt, gell? Ich glaube, ich kenne keinen Teilnehmer oder keine Teilnehmerin von mir, die danach durch den Wald laufen konnte und ihn genauso gesehen hat wie vor dem Kurs, weil du entdeckst plötzlich überall spannende Sachen, ja? Ressourcen oder auch einfach Schönheit in der Natur, kannst Pflanzen zuordnen. Und ja, ich glaube, das ist der erste gute Schritt, einfach mal zu sagen, hey, ich lasse mich ein auf etwas, was ich nicht kenne, wo ich vielleicht auch nicht sicher weiß, ob ich das tun soll. Und ich sage da oft den Spruch, ich habe es mir mal im Handy als Hintergrundbildschirm gemacht, einfach den Satz, denke weniger. Weil oft sagen wir, boah, das interessiert mich voll. Und plötzlich kommt der Kopf, zack. Aber was ist, wenn du frierst, wenn bla 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 und plötzlich, dann sagt man, ach nee, mache ich vielleicht doch nicht, ist vielleicht nichts für mich, ja. Vielleicht. Ja. Und dann kann man nie ins Ausprobieren. Ja, was ich total cool fand, es war ja eine Teilnehmerin, mit der habe ich mich dann unterhalten, die ist Bankerin und sagt, sie war null mit der Natur verbunden und voll super hygienisch und immer schön desinfiziert. Aber dann hat sie mal geguckt, was im Finanzsystem gerade im Hintergrund läuft und das hat sie dazu motiviert, wirklich zu sagen, okay, ich muss jetzt lernen, autonom zu leben, also wirklich unabhängig von irgendwelchen Strom- oder Grundversorgungsgeschichten. Und dann fand ich das so toll, die hat bei dir dann die Ausbildung angefangen, dass das so ihr Antrieb war. Und wirklich also so diesen krassen Switch zu machen, ja, von dem völlig weg. Und dann war die da voll in ihrem Element und im Biwak schlafen und so. Das war schon auch toll zu sehen und zu erleben. Aber wirklich auch dieses Bewusstsein, mir kann nichts passieren. Das fand ich wirklich schön, weil man wird ja immer wieder konfrontiert mit Existenzängsten, Versorgungsengpässen, Stromausfällen. Das sind ja alles gerade Dinge, die uns so um den Kopf geschlagen werden. Und wenn du dann wirklich so ein Wochenende verbracht hast, dann denkst du, egal, es ist egal. Es ist so spannend, gell? Weil in der heutigen Zeit werden wir alle auf die Probe gestellt. Ja. Mit unseren ganzen Ängsten, die in uns schlummern. Der eine hat Angst vor dem Virus, der andere hat Angst vor einer Diktatur oder dass die Regierung Dinge entscheidet, die wir gar nicht wollen und so weiter. Existenzängste, mein Unternehmen geht kaputt und so weiter. Und für mich ist das Spannende, in dem Moment, wo ich Angst habe in meinem Leben, stoppe ich den Entwicklungsprozess. Weil in der Angst kann ich mich nicht so gut entwickeln. Ja. Und das ist so spannend, weil wenn wir gelernt haben, dass wir für uns selber sorgen können und wir brauchen keine Menschen und keine Riesenversorgungsketten um uns herum, damit wir überleben können. Wir sind ja eigentlich wie ein Baby, also gar nicht wertend gemeint. Wie viele Menschen würden überleben, wenn wir sagen, die Supermärkte machen ab jetzt nicht mehr auf? Sehr, sehr, sehr wenige, ja. Und wie viel Gewalt wird es geben und so weiter, weil die Leute alle aus der Komfortzone rauskommen. Ja. Und es gibt allein, ich meine, in Österreich haben sie jetzt geprobt, was denn wäre, wenn mal eine längere Zeit ein Stromausfall ist. Und im Fernsehen haben sie auch gesagt, das ist nicht unwahrscheinlich, das testen sie. Das können wir auch kurz einblenden. Ja. Das ist nämlich ein kurzes Video. Die Stromkrise in Österreich. Wegen Problemen im Europäischen Stromverbund kann es zu einer Strommangellage in Österreich kommen. Dies teilt uns der Politiker Herbert Kickl durch den Fernsehsender ORF mit. Man rechnet mit einer Phase von 3 Monaten, in der das Land mit nur 70% des benötigten Stroms auskommen muss. Also, schaffen Sie sich genug Vorrat von diesen Dingen an, die Sie zum täglichen Leben benötigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Informationsstellen des Zivilschutzverbandes. Ja, also wird schon offiziell jetzt gehandhabt, dieses Thema. Absolut. Und das ist jetzt mal nur Stromausfall. Vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr ist es inzwischen schon, wenn man da gesagt hätte, ja, du wirst mal eine Ausgangssperre haben und du wirst Maskenpflicht haben und Reisen wird nicht mehr erlaubt sein, dann hätte jeder einen Vogel gezeigt, ja. Und heutzutage sind vielleicht... Heimlich zum Friseur gehen. Ja, nicht zum Friseur gehen. Ich will gar nicht sagen, wie meine Frisur entstanden ist in den letzten Tagen. Riesenspaß war es. Ich habe es selber probiert, das war nicht eine gute Idee. Und auf jeden Fall ist da inzwischen ein Verständnis erwacht, dass unser System, unsere Struktur, unsere Zivilisation, wie wir sie kennen, gar nicht so sicher und fest
in den Angeln hängt, wie wir glauben. Und da will ich auch keine Angst schüren, weil das Schöne ist, ich habe das Vertrauen, dass in meinem Leben alles so kommt, wie ich es brauche für meine Entwicklung. Ich glaube, dass eine Führung da ist, die mich immer dahin bringt, wo ich gerade lernen und wachsen darf. Deswegen glaube ich auch, habe ich keine Angst, mir kann nichts passieren. Und dieses Natur, dieses Ur-Naturvertrauen, das kann man so schön entwickeln, wenn man weiß, ich brauche niemanden. Ich habe alle Fertigkeiten, um selber gut leben zu können. Ja. Und da muss man nicht gleich sagen, ich muss in der Wildnis ohne Ausrüstung leben können und damit diese Angst weg ist, sondern vielleicht einfach mal nur, ich stelle mir einfach. Und zum Beispiel, das ist ein super Produkt, das sind einfach Dosen mit Essen, mit gesundem Essen ohne Konservierungsstoffe. Das wurde gefriergetrocknet, das wurde rausgezogen, diese ganze Flüssigkeit. Das hält 15 Jahre, das Essen. Das sind leckere Gerichte, wie zum Beispiel Quinoa mexikanische Art, aber es gibt auch irgendwie Reis mit Rindfleisch oder Gemüserisotto. Und das gibt so große Kisten, so groß sind die, so hoch, 20 Zentimeter hoch. Und da sind einfach diese Dosen drin, die halten für einen Monat diese Kiste vom Essen her für eine Person. Und wenn man da einfach sich sowas in den Keller stellt und dann sagt man, hey, was braucht man? Es entspannt, gell? Es entspannt total, ja. Es gibt einfach so ein bisschen die Souveränität, hey, selbst wenn es irgendwann mal ein bisschen drunter und drüber geht, dann alles gut, ja. Ich habe alles zu Hause. Wie mache ich es mir denn in der Wohnung warm? Ja, was brauche ich denn zu Hause, um mir warm zu machen? Wie kann ich denn Essen auch erwärmen? Ich habe zum Beispiel so einen Kocher, der total genial ist, der funktioniert mit allen Brennstoffen, die aus Öl gewonnen werden. Also Benzin, okay. Diesel, Kerosin. Also das auch ist flexibel dann in der Zufuhr. Genau, und das ist zum Beispiel der Kocher. Da tust du irgendeine Flüssigkeit rein, dann pumpst du, baust Druck auf, klappst hier diesen Kocher aus, alle drei Beine. Und dann kannst du darauf dann einfach dein Essen kochen. Mhm. Und dann bist du autark, du bist auf nichts angewiesen. Und Autos mit Sprit im Tank gibt's immer. Ja? Mhm. Und dann hast du da deinen Brennstoff immer überall rumstehen. Und das Gleiche ist auch mit Wasserfiltern. Ja? Es gibt zum Beispiel ganz, ganz einfache Wasserfilter, wo ich einfach sage, hey, in dem Moment, wo zum Beispiel Strom weg ist, funktioniert ja bei mir zu Hause in der Wohnung auch nicht mehr das Wasser. Ja. Und dann nehme ich einfach so ein... Das ist ziemlich cooles Ding. Den hatten wir jetzt auch an dem Wochenende. Damit kann man wirklich... Da haben wir das Flusswasser genommen und getrunken. Ja. Genau. Also da ist wirklich dieser Filter hier, ist super genial. Man schraubt unten einfach diese Kappe drauf, hier drauf. Und an der Innenseite, in den Filter rein, kommt so ein Filter rein. Den schraubt man dann innen drauf. Und dazwischen ist der Sack. Ja. Wie lange hält denn das ungefähr? Das hatte ich mir noch so gefragt. Das sind so ein Filter. Also da kannst du 10 Liter Wasser aus dem Fluss holen. Dann hängst du den hin. Ja. Unten kommt ein Schlauch dann dran. Hier kommt ein Schlauch unten dran. Und du kannst nur durch die Schwerkraft filtern. Und es wird genauso gut gefiltert wie diese Pumpfilter, die man kennt. Es gibt auch so Pumpfilter. Mhm. Der Unterschied ist nur, bei diesem Filter brauchst du keinen Kraftaufwand, weil es die Schwerkraft für dich erledigt. Und du kannst ungefähr 1500 Liter Wasser damit filtern. Also reicht eine Weile. Es reicht eindeutig eine Weile, ja. Gut. Und das Ganze ohne Kraftaufwand. Und warum ich auf das Thema komme, ist, wenn man diese ganzen Sachen zu Hause hat, dann kann man auch mal sagen, hey, ich gehe jetzt einfach mal raus und tue mein Abendessen draußen in der Natur zubereiten. Dann nehme ich meinen kleinen Kocher mit, dann nehme ich einen kleinen Topf mit oder irgendwas, nehme zum Beispiel auch mal so eine Dose mit, ein bisschen Wasser oder den Wasserfilter. Dann suche ich mir eine schöne Stelle am Bach, zünd mir den Kocher an, koche mir was Schönes am Abend, kann ich auch mit meinen Kindern machen, ist ein schönes Abenteuer. Und dann habe ich auch das alles getestet, weil es gibt viele Leute, die dann sagen, oh, ich muss mich vorbereiten und dann tun sie sich alles in den Keller stellen an Ausrüstung, wissen aber nicht, wie das funktioniert. Nachher funktioniert YouTube nicht. Und dann funktioniert YouTube nicht, dann weißt du nicht, wie der Kocher angeht. Ja? Genau. Wenn du aber ab und zu mal rausgehst und das einfach ausprobierst, hast du einen schönen Nachmittag gehabt, total entspannt, total schön, einfach so ein kleines Picknick in der Natur draußen und hast aber auch diese ganzen Dinge mal ausprobiert und weißt, wie es funktioniert. Ja, echt toll. Also ich denke auch für so einen Anfang sicherlich echt gut, mal mit so einem Nachmittag zu starten, ohne dass man jetzt alle erst einen Biwak baut und dann alle nachts um zwei sagen, nee, geht gar nicht. Ich gehe wieder heim. Ich krieg Platzangst, ja. So Step by Step. Also ich glaube wirklich so, das ist der Weg. Und aus deiner Erfahrung jetzt, was passiert denn mit dem System, wenn du so die Familien, die Kinder, die Erwachsenen auch sich unabhängig machen. Ich glaube, Unabhängigkeit oder Freiheit ist ja so ein kollektives Thema gerade. Ja? Also man macht sich sicherlich auch jetzt Gedanken in der Partnerschaft, wo lebe ich da in einer Abhängigkeit oder wo bin ich von meinem Arbeitgeber abhängig oder von irgendwelchen Geschichten. Und auch nochmal mit dem Bewusstsein in der Natur,
auf dem Weg in die Unabhängigkeit. Du siehst es halt immer so schön, ja, diesen Übergang. Also das würde mich auch mal interessieren, was dich da so begeistert immer. Ja, ich habe versucht in der ganzen Sendung eigentlich Dinge zu sagen, die man übertragen kann auf alle anderen Faktoren. Mhm. Und ja, wenn man die Sendung jetzt nochmal von vorne anschaut, wird man es vielleicht mitbekommen, was ich mir dabei gedacht habe. Und zwar geht es immer darum, dass ich nicht Survival mache oder in der Natur draußen bin, um autark nur leben zu können und um aus dem System rauszukommen, sondern für mich ist es wirklich so, für mich ist das Survival ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, um in meinem Alltag Dinge verändern zu können. Das heißt, das fängt beim Denken an, wo wir auch bei der Sendung angefangen haben. Mhm. Unsere Gedanken, was für eine Wirkung die auf unser ganzes Leben haben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir im Survival lernen, wie ich umgehe mit einer Situation, wo ich außerhalb meiner Komfortzone bin, wo ich mich nicht wohlfühle, wo es mir nicht gut geht oder wo ich merke, boah, ich bin überfordert. Wenn ich da eine Strategie lerne, wie ich mit dieser Situation umgehe, kann ich das in der Konfrontation mit meinem Partner, man hat ja mal Unstimmigkeiten oder eine Diskussion, und dann holt der Partner oder die Partnerin einen ja auch raus aus der Komfortzone. Mhm. Ja? Und plötzlich wird irgendwas getriggert und plötzlich schießt man los mit irgendwas, wo man danach vielleicht sagt, vielleicht war das ein bisschen over the top oder das hat vielleicht war jetzt vielleicht irgendwie nicht ganz richtig. Ja. Und wenn man da aber diese Strategie erlernt hat, was ich mache, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin, wenn irgendwas nicht passt, dann kann ich das anwenden in der Diskussion mit meinem Partner, meiner Partnerin, in allen möglichen Dingen. Gell? Also wenn man wirklich da Techniken erlernt hat, auch um wirklich frei zu sein. Auch zum Beispiel das Survival ist ja ein Bild, auch ich kann für mich selber sorgen, ich bin erwachsen. Mhm. Und das bedeutet auch, ich bin von nichts abhängig. Ich bin auch nicht von meinem Partner abhängig, sondern eine Partnerschaft ist für mich eine Ergänzung, dass zwei Menschen sich lieben und sich gegenseitig bereichern, aber nicht abhängig sind. Wenn du das nicht machst, dann. Ja, mhm. Das geht nicht. Ich kann nicht erwachsen und für mich sorgen können, wenn ich den anderen brauche, um glücklich zu sein oder um alle meine Bedürfnisse erfüllen zu können. Sondern ich muss selber mit mir im Reinen sein und die Partnerschaft soll ein Extra obendrauf sein. Gell? Ja, super. Perfekt. Ja, also dann würde ich sagen, kann man ja direkt mal starten. Was sind so die ersten Werkzeuge, wo du sagst, das macht mal jetzt für einen Anfang Sinn, so abschließend? Ja, ich glaube, am einfachsten ist es wirklich, wenn man sich am Anfang ein Buch, ein Video oder halt einen Kurs zur Hilfe nimmt. Mhm. Ihr könnt auch auf meine Website schauen unter survival-coach.com, mhm. Also survival-überleben-coach.com. Da habe ich zum Beispiel unter Kurse und Termine, gibt zum Beispiel Kurse, die ich anbiete. Es gibt bestimmt viele andere Survival-Kurse auch im Internet, kann man auch suchen. Oder aber auch Produkte, gell? Einfach, ich habe auch mal natürlich alles, was ich über Jahre hinweg teste an Materialien, was gut in der Natur funktioniert, was für Kocher, was für Filter, was für Nahrungsmittel und so weiter und so fort, habe ich da alles zusammengefasst. Kann man auch auf der Website nachschauen, was wirklich ich für gut erachte nach langem Test. Ich glaube, da kann man einen guten Rundumblick schaffen, was vielleicht ein guter Anfang ist oder wo man sich gut ausrüsten kann. Super. Ja, vielen Dank, lieber Nikolaus. Schön, dass du wieder da warst. War mir eine Freude. Ja, mir auch. Ich werde auch wiederkommen. Freut mich. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie auch motiviert sind, nochmal in verschiedenen Ebenen mit der Natur nochmal in Kontakt zu kommen, tiefer zu gehen, mehr ins Vertrauen zu kommen. Und dann würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie sich gern weitere Videos von Nikolaus Hippe an. Auf unserer Webseite qs24.tv finden Sie von unseren Gästen alle Videos und aber auch die Kontaktdaten. Also von daher wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und vielen Dank fürs Zuschauen heute. Bis bald. Tschüss.